Peace, Broskis und Sisters, und herzlich willkommen zu einem neuen Review heute. Ja, heute geht es um einen Schuh, der wirklich sehr wild ist. Zumindest der Colorway ist sehr krank. Über den haben wir sogar schon geredet in meinem allerersten Video. Von daher, let's go. Wir fangen direkt an. Es geht nämlich um den 350er Zion Colorway. Dieser Schuh ist wirklich sehr dope. Auf den Bildern im Internet sah er sehr krank aus. Die haben ja den Colorway nochmal so ein bisschen geändert. Die Midsole war, glaube ich, bei dem bei der Konzeptzeichnung ein bisschen anders. Habe ich sogar mehr gefeiert. Aber dennoch sah der Schuh wirklich sehr wild aus auf den Bildern, die ich so gesehen habe. Und daher bin ich echt excited, den mal auszupacken. Kleine Info noch, den Schuh habe ich mir nicht selber gekauft, den habe ich von einer guten Freundin sozusagen ausgeliehen bekommen für das Video. Von daher, checkt auf jeden Fall ihren Instagram ab. Wirklich sehr, sehr korrekt von ihr. Grüße gehen nochmal raus. Ohne Scheiß. Wirklich sehr, sehr nett, dass ich den Schuh haben kann für diese Review. Und den sozusagen mal unter die Lupe nehmen kann. Ich feiere die Yeezy-Boxen sehr. Sind halt einfach schlecht. Sehen OG-mäßig aus. Natürlich, die OG-Yeezys hatten eine andere Verpackung. Aber allgemein, der Look sehr schlecht. Bei den 350ern eben 350 drauf. Beispielsweise bei den 500ern 500 drauf. Also sehr simpel. Feiere ich aber auf jeden Fall. Also, let's wrap them up. Damn. Hier haben wir sie direkt. Damn. Dieser Schuh sieht wirklich sehr, sehr wild aus. Ohne Scheiß. Eine Sache, die direkt auffällt und die man auch auf den Bildern gar nicht so gut erkennen konnte, ist, dass hier wirklich überall verschiedenes Material auf dem Upper ist. Also beispielsweise haben wir hier so kleine gestrichelte Sachen, dann hier einmal so grob genäht oder grob gewebt irgendwie, dann hier hinten noch, hier vorne noch mal ein bisschen dichter. Also ist wirklich, dass hier, ja, auf jeden Fall, die sich Mühe gegeben haben, dort verschiedene Materialien einzubinden, feiere ich wirklich sehr. Es gibt dem Sneaker einen einzigartigen Look, auf jeden Fall. Ja, und ich finde, darum sollte es bei Sneakers gehen, dass sie eben einzigartig aussehen. Ich finde, der Colorway allgemein erinnert leider an viele andere Colorways. Es hat diesen allgemeinen Yeezy-Vibe. Sneakerheads werden wissen, was ich meine. Dennoch, durch diese verschiedenen Materialien setzt er sich auf jeden Fall ab von den anderen Sneakers. Die weiße Outsole finde ich auch nice. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn die Outsole in der Farbe des Schuhs allgemein wäre. Aber dennoch, die weiße Outsole passt auf jeden Fall, kann man machen, sieht gut aus. Und auch die, ja, sozusagen Gummi-Outsole, die man bei Yeezy in letzter Zeit öfter so sieht, feiere ich auch wirklich sehr, auch hinten hier mit dem kleinen Akzent, wirklich sehr nice, passt auf jeden Fall zu Yeezy, würde ich mich freuen, wenn die das in Zukunft öfter machen. Ja, ansonsten ist dieser Strich hier, den man, ich weiß gar nicht, hat das einen Namen bei Yeezy? Falls das einen Namen hat, droppt es mal in die Comments, ich weiß es echt nicht. Aber ja, der dachte ich eigentlich ist schwarz, weil es eben auf den Bildern so aussieht, aber tatsächlich ist es eher ein sehr, sehr dunkles Grün, ein sehr, sehr dunkles Braun, was ich sehr, sehr feier. Dann, ja, auf den Bildern sah es eher aus wie ein Schwarz, aber wie gesagt, Braun, ich hoffe, man erkennt es. Braun passt auf jeden Fall viel mehr hier zum Vibe. Ich hoffe, man erkennt es. Ist wirklich sehr, sehr nice. Auch die Laces passen auf jeden Fall dazu. Ja. Da habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen zu dem Schuh. All in all ist es wirklich wieder mal ein geiler Colorway von den 350ern, was man wirklich nicht oft sagen kann, leider. Zumindest in letzter Zeit sind wirklich sehr geile Colorways rausgekommen. Ich glaube, der Colorway, der vor diesem rausgekommen ist, ist tatsächlich der Linien Colorway, der auch sehr dope war, den ich damals sogar bekommen habe. Leider kein Review zugedreht. Habe ich noch kein YouTube gemacht, als ich den wieder gereselt hatte. Feiere ich auf jeden Fall, dass bei den 350ern in letzter Zeit wirklich mehr Arbeit reingesteckt wird oder zumindest eben ja, versucht wird, eine frische Brise reinzubringen. Checkt auf jeden Fall mein Video ab, in dem habe ich auch thematisiert, ob die Yeezy Wave denn schon back ist. Das war mein allererstes Video, könnt ihr auch gerne abchecken.
Und zum Schuh allgemein wirklich sehr dope, dass da eben ja, neue Materialien benutzt wurden und eben dem 350er zumindest so eine frische Brise verleitet wurde, sag ich mal. Denn das hat man ja in den letzten Monaten wirklich etwas vermisst. Falls ihr euch den Schuh koppen wollt, ich glaube, der wird im Resale, ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber im Resale wird er sicherlich nicht über 250 Euro sein. Ist natürlich viel Geld für einen Schuh, aber wenn ihr einen Yeezy haben wollt, dann koppt euch den auf jeden Fall, weil er sehr, sehr wild aussieht, ohne Scheiß. Ja, aber ist ja auch Geschmackssache. Droppt auf jeden Fall in die Comments, was ihr von dem Schuh haltet. Würdet ihr euch den koppen? Habt ihr ihn sogar vielleicht bekommen? Würde mich sehr interessieren. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video, Leute. Peace out.